Ich weiß nicht, was sie wollte. Ich weiß nicht, ob sie gesehen hat, dass ich Tee. Oh! Ihr seid absolut crazy. Ihr denkt wirklich, beziehungsweise du denkst wirklich, du kannst dich in den Kommentaren einfach verstecken. Und ich sehe dich nicht. Aber doch, ich habe dich gesehen. Ich bekomme so viele Spieleempfehlungen für Spiele, Horrorspiele, die ihr mich spielen sehen wollt. Und eins davon ist neu. Es nennt sich Welcome to Kowloon. Nur anscheinend von dem, was ich gelesen habe. Okay, warte mal kurz. Ein Horrorspiel, bla bla bla, wo du dich in einem Ort wiederfindest namens Kowloon, weil du günstig wohnen willst. Am Anfang sehen die Einwohner komplett normal aus wie normale Leute, aber dann, je tiefer du schaust, desto mehr siehst du ihre realen Gesichter. Und es ist sogar auf German. Wie cool ist das denn? Ich liebe es, wenn Leute ihre Spiele auf German übersetzen, weil dann muss ich nichts machen. Sonst muss ich immer dolmetschen. Zum Glück kann ich Englisch. Ich kann das tun, aber es ist halt mehr Arbeit. Aber denk nicht, nur weil wir viele Kommentare unter den Videos bekommen, dass ich deinen Kommentar nicht sehe, okay? Ich scroll es schon durch. Keine Sorge, ich nehme mir die Zeit. Oh ja, dieses Spiel sieht ziemlich gruselig aus, aber es hat einen Vorteil. Es hat keine kleinen, gruseligen Mädchen. Es ist eine gruselige Oma anscheinend. Warte mal, das ist auch nicht besser. Okay, wir sind am Arsch. Und sagen wir, sobald das Video die ersten 1000 Likes bekommt, nehme ich das nächste Video auf. Hier sind wir, Leute. Welcome to Kowloon. Erstmal das allererste in die Einstellung. Und Deutsch. Germania. Qualität hoch. Perfekt. Na dann, neues Spiel. Übrigens, wenn du nicht unkostet abonniert hast, solltest du es tun. Also, let's go. Drücken Sie aber die U-Taste, um fortzufahren. Okay, WSD. Oh, ich kann auch mit Controller spielen, aber okay. Oh, nein, ich kann sprinten. Oh mein Gott. Wieso kann ich sprinten, Digga? Okay, es ist sehr simpel. Also wir müssen nicht E drücken. Crazy, Bro. Wir haben nur Maus, sprinten, gehen. Und wir können nicht mal springen oder so. Also es ist simple Spiele. Ich mag die. 1999. Kowloon Stadt. Ich habe übrigens nichts davon gesehen. Also ich weiß nicht, was es gehen wird. Unter dem nebligen Himmel Chinas liegt Kowloon, die bevölkerungsreiche Stadt, in der Armut und... Bro, ich muss echt schneller lesen lernen. Weißes Auto, ich mag alte Autos. Finde ich sehr stylisch, vor allem diese alten Ford Mustangs, finde ich richtig geil. Für einen jungen Studenten ist es jedoch der erste und unmittelbare Wunsch, eine günstige Unterkunft zu finden. Macht Sinn, macht Sinn. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Für die erste Wohnung verflucht, aber gut. Meine erste Wohnung war auch verflucht, aber hey. Sie war billig und das ist das, was zählt. Oh, damn. Das ist der Eingang, Bro? Was erwartet ihr innerhalb der Mauern? Bro, wieso fängt das gerade so spannend an? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Okay. Wow. 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 Wow, das sieht real aus. Holy moly. Okay, zuallererst kann ich... danke, danke. Ah, nein, nein, nein. Oh, okay, okay, okay. Ich sehe dich, Stuhl. Okay, das Spiel hat schon mal einen Stuhl. Das heißt, es bekommt einen extra Punkt. Welche Leute? Warte, im ersten Mal sieht das echt nicht aus wie eine schlechte Stadt. Sieht das mal rein, Pflanzen. Ich wünschte, ich kann auch Pflanzen haben, aber meine Katze sterben sonst. Das kann ich nicht tun. Aber Bro, was ist mit der Grafik los? Ist das mit Unreal Engine... 7 macht, Bro. Das sieht wortwörtlich aus, als würde da jemand hängen. Bro, der erste Eindruck kickt schon mal richtig rein. Ist halt ziemlich wichtig, dass ein Spiel erst einen guten Eindruck hat. Aber ich bin ganz ehrlich, für den ersten Moment sieht das ganz gut aus. Man sieht viele Menschenleben hier. Viele Leute am Chillen. Da hört jemand Musik. Okay, das war nur Kleidung. Das war kein Mann, der hängt. Okay, kann ich hier rein? Yep. Anscheinend ist das der Eingang in meine Wohnung. Wie groß ist meine Wohnung allerdings? Meine erste Wohnung war 30 Quadratmeter groß. Da ist der Eingang. Okay, ich muss gestehen, meine hatte kein Graffiti. Aber ich habe im 7. Stock gelebt, also... Ich kenne die Zeit, Bruder, ich kenne die Zeit. Ich mietete ein Zimmer in einer Wohnung im 4. Stock. 4. Stock. Bro, das ist surrealistisch. Oh mein Gott. Ich meine, ich sage ja immer, Grafik ist nicht so wichtig. Aber wenn du Horrorspiele spielst, dann... sieht so aus wie ein kleines Hinterzimmer. Ich dachte, für eine Sekunde, das wäre mein Zimmer, aber das ist ja nicht mal im 4. Stock. Ich meine, ich liebe die Grafik. Ich will mich einfach umschauen und es fühlt sich so an, als würde ich diesen Typen spielen. Warte mal. Okay, wackelnde Kamera. Ich mache mal kurz aus, nur um zu testen. Ups. Hoch. Ich mache mal das hier aus. Hm. Okay, ich muss sagen, der Realismus ist höher, wenn ich... Ich lasse es an. Er ist einfach höher, dieses wackelnde Kamera in Kombination mit einem... Mit guter Grafik
ist schon, macht wirklich Realismus aus. Manche Spiele können so realistisch aussehen. Unter anderem dieses. Schade um den Hund. Er muss hungrig sein. Oh nein! Digga! Oh. Ich weiß nicht wieso. Ihr geht wieder stinkt. Sorry, ich sollte nicht so furzen. Bro, das ist so traurig. Ich weiß nicht wieso. Okay. Ich meine, gut, das ist halt eine ärmlichere Gegend. Aber du wolltest hier einziehen. Du wolltest es so. Ist das hier meine Wohnung? Ist das, Bro, das ist doch nicht meine Wohnung. Wo bin ich überhaupt? Ist das überhaupt der vierte Stock? Oh! Okay, was war das? Als ich diese Oma gesehen habe in diesem Bild, ne? Das meine ich, man kann Spoiler nie vermeiden. Ich bin gegangen. Ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Bro, das Spiel ist jetzt schon hardcore gruselig. Ich frage mich heute wirklich, wieso ich überhaupt einen Horrorkanal eröffnet habe. Warte mal, was ist da los? Oh, okay. Stuhl. Noch ein Zusatzpunkt, würde ich sagen. Bro, was ist mit der Musik los? Wieso wird die intensiver gerade? Ihr wisst, wenn die Musik anfängt... Warte, wir sind im vierten Stock. Es geht nämlich gar nicht höher. Also ich gehe mal davon aus, ich war richtig. Oder ist das hier meine Wohnung? Das ist doch nicht meine Wohnung, oder? Nee, das ist der Stromkasten. Wenn ich das kaputt mache, hat niemand mehr Strom. Oh, warte mal, vielleicht hier? Auch nicht. Irgendwie wird das gerade intensiver. Ich brauche eine Taschenlampe. Ach so, ich habe den Schlüssel lang gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Ach so. Ah, das ist ganz komisch. Irgendwie, manchmal lese ich, aber ich nehme nicht bewusst wahr, was ich lese. Und das war so einer dieser Momente. Ich habe es gelesen, einfach nur für Content. Damit, falls jemand nicht lesen kann von euch. Also würde ich sagen... Oh, wow. Oh, hör auf, so süß zu sein. Hör auf, so süß zu sein, okay? Ich kann dir da nicht helfen, wirklich nicht. Ich meine, kann ich schon. Ich meine, im Notfall würde ich einfach reinpinkeln. Da kann er das trinken, wenn er am Sterben ist. Hey, es klingt zwar komisch, aber... Wenn es um Leben und Tod geht, dann... Ich habe schon einige gehört, die auf einer Insel waren und ihre eigenen Urin getrunken haben. Hier war übrigens jemand. Aber wer wird das nicht tun, wenn es um Leben und Tod geht, okay? Und das ist anscheinend so eine Gegend, wo es öfter um Leben und Tod gehen kann. Okay, let's go. Ja? Ich habe keinen einzigen Menschen bis jetzt gesehen. Ist das nicht komisch? Okay. Was hat sie gesagt? Ich habe den Schlüssel wo gelassen? Ich habe es gelesen, oder? Vorm Laden. Oh, warte mal, ich höre so viele Menschen. Also, es fühlt sich so lebendig an. Es ist ziemlich leer draußen. Ist das der Laden? Warte, fahrt sie nicht direkt vor dem Laden? Dies scheint der Laden zu sein, über den die Vermieterin schrieb. Der Schlüssel sollte hier irgendwo sein. Was ist das hier? Scallops? Ich weiß nicht mal, was es sein soll. Ich liebe es ja, wenn du so Sachen lesen kannst, ne? Oh. Okay. Interessant, okay, Fisch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir der Laden. Respektiere ich. Wo ist das Obst? Wo sind die Bananen? Wo sind meine Bananen? Okay. Hier schläft sie. Okay, ich kann. Oh. Ich kann das übrigens. Wir hatten auch mal einen Laden in Kombination mit. Wir hatten Eiskaffee und das war mit unserer Wohnung verbunden. Also wir haben quasi da geschlafen, wo wir gearbeitet haben. Aber es war eine Wohnung. Da war nur ein Eiskaffee dran geheftet oder wie auch immer. Okay, gefällt mir, gefällt mir. Alles klar, wir haben Schlüssel. Oh. Was ist mit dieser Kleidung los, Digga? Wieso hängen die so auf? Oh mein Gott. Und wieso ist es auf einmal aufgehört? Niemand redet mehr. Okay, wir sind back. Oh, ich habe kein gutes Gefühl, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Ja, also ab dem Moment weißt du, du bist am Arsch. Okay, lass einfach hoch. Wo ist der Hund? Aber da ist eine Ebene höher. Okay, jemand hat geklingelt. Oh, mein Baby. Okay, tut mir leid, ich habe nichts zu essen würdig. Bro, ich habe einfach... Ich meine, er sieht noch ganz gut aus. Also er sieht jetzt nicht so aus, als würde er verhungern. Aber... ich habe eine Schwäche für Tiere. Oh, warte mal. Was hat sich verändert? Sehe ich die Oma jetzt? Oh mein Gott, eigentlich mag ich Omas. Meine sind nicht mehr am Leben, aber... Ich habe meine Omas echt geliebt. Mal gucken, ob du meine Ersatzoma sein kannst. Wäre echt geil. Wir können Enkel und Oma spielen. Glücklich können wir tun. So als wären wir happy. Hey, ich verstehe gerade gar nichts. Irgendwie hat sich alles verändert gerade. Geht das jetzt höher oder... Und der Hund ist nicht mehr da. Okay, warte mal. Ich gehe mal... Okay.
Ich will gar nicht hier lang sprinten irgendwie. Oh Gott. Warte. Die rote Tür ist meine Tür, oder? Ah, let's go. Ich habe eine Wohnung gefunden, endlich. Endlich bekomme ich das, wofür ich bezahlt werde. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Kann ich jetzt in meine Wohnung gehen, oder? Hä? Wieso habe ich ein rotes Gitter? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich hasse Horrorspiele in Wohnungen, Digga. Für Content mache ich das jetzt. Das ist meine Wohnung? Wieso flackert alles? Das wäre so ein Auskriterium. Wenn du flackern siehst, dann ziehst du da nicht ein, egal wie billig. Selbst wenn da Fledermäuse sind. Bro, für den Preis, den ich zahle, ist es eine gigantische Wohnung, aber. Guck mal, die Toilette aber. Ich würde hier runterfallen. Ich meine, das ist crazy, Bruder. Der Typ hat eine Treppe zu seiner Toilette wie so ein König. Ich mag es hier, mir die Wohnung anzuschauen. Ich lasse mal die Toilettentür offen. Wir wissen alle, Bademänner kacken mit offener Tür. Außer, wenn sie alleine sind. Wenn sie alleine sind. Das nenne ich Freiheit. Wieso habe ich überall Motten? Dieses Zimmer ist... Ach so, nicht alles ist meins, oder wie? Ist das mein Zimmer? Oh nein, sag mir nicht, das ist meine Vermieterin. Ich fange an, damit meine Sachen im Bett zu lassen. Ja, warte mal kurz. Ich will mich kurz umschauen, okay? Ich bin neugierig. Okay. Ist das meine Küche? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kann rennen, oder? Okay, ich renne aber nicht so schnell. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich noch nicht genau. Das werden wir dann sehen. Okay. Ich meine, ich habe ein Zimmer. Hey. Ich bin jetzt ehrlich, ich liebe kleine Orte, ne? Was haben wir hier? Hallo? Okay, das geht aus irgendeinem Grund nicht auf. Ein Fehler in der Matrix. Okay, okay. Rucksäcke. Ich mag ja Rucksäcke auch voll, ne? Wie sehr ich mich in einer heißen Tasse Tee sehne. Okay, vielleicht willst du in die Küche gehen und dir einen Tee machen. Oh mein Gott, wieso sieht alles so real aus? Ich lass mich raten, meine Vermieterin wird absolut gestört sein. Aber hey, sie füttert den Hund, ansonsten wäre er schon ausgestorben, richtig? Balkon, wir haben einen Balkon sogar. Was? Okay, wo kann ich Tee machen? Hier in dieser absolut geilen Küche mit ultra vielen Pflanzen. Sieht schon geil aus, bin ich ganz ehrlich. Ja? Warte mal. Ich dachte, ich habe was gehört. Okay, warte, da haben wir Tee, okay. Ich höre die ganze Zeit Geräusche, Bruder. Was ist da los? Hallo? Ich glaube, es ist Zeit, in mein Zimmer zu gehen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch, Digga. Ich hab den Tee getrunken, ich bin ein Psychopath. Wer trinkt denn bitte so einen Tee? Einfach so. Oh mein Gott, Digga, schon wieder diese beschissene Kleidung, Mann. Was ist das hier? Ich bin verängstigt, ich müsste nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Ich weiß nicht wieso, irgendwie verängstigt ich mich das. Wenn man die Kleidung so hinhängt. Frag mich nicht wieso, Bro. Kannst du deine... Was für ein Blödsinn, aber es lohnt sich, vorsichtshalber die Eingangstür zu kontrollieren. Willst du, dass ich zur Eingangstür gehe? Mann, die Tür geht nicht zu, sie ist zu alt. Oh mein Gott, Digga. Meine Tür... Okay, geh einfach zur Eingangstür. Nein. Ich drehe durch. Sieht so aus, als wäre die Vermieterin bereits nach Hause gekommen und hätte die Wohnung abgeschlossen. Ich hoffe, der Typ, der den Brief geschrieben hat... Lebt noch. Okay. Wo ist die Alte hin, aber? Ey, ich meine... Ich hasse das ja, ne? Alter? Ey, Alter! Ey, Alter! Ich sehe schon, sie ist oldschool. Kommunikation per... Wage es nicht, nachts rauszugehen. Ist das die Bedingung für den geringen Preis, den ich zahle? Wir müssen einen Ausweg finden. Ja. Sehr gute Idee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Yo. Ich meine, ich find's immer so witzig, wie Omas immer so zu sexuellen Sachen sagen. Und dann irgendwie so 20 Enkel oder 20 Kinder haben oder so. Und ich glaube, die ist genauso. Ne, Oma? Oh. Ah. Füße?
Füße. Ah. Alter, das schwer. Oh. Oh. Ah. Let's go. Das ist einmal noch. Oh, das ist mein Kick, den ich täglich bekomme. Ich liebe es. Ich werde nicht mehr sprinten. Noch einmal klopfen, natürlich. Der Schlüssel passt nicht. Ja, vielleicht in ein Poloch oder in ihr Poloch? Vielleicht stecken wir den in ihr Poloch und dann... Okay, ich hör auf, sorry. Und dann, okay, doch. Es tut mir leid, was ich über ein Poloch gesagt habe. Du hast ein wunderschönes Poloch. Alles klar, Digga. Okay. Ich meine, ich beurteile nicht, ich verurteile nichts. Ich meine, sie ist verschwunden. Ich weiß nicht, was sie wollte. Ich weiß nicht, ob sie gesehen hat, dass ich... Ich habe jetzt so keine Lust mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf den Scheiß, Leute. Okay, immerhin hat sie mich... Immerhin lebe ich noch, richtig? Es tut mir leid wegen dem Poloch-Thema. Es tut mir wirklich leid. Du hast ein wundervolles Poloch. Was ist, wenn ich das... Okay, ich kann das nicht umdrehen. Soll ich auch wieder rausgehen? Soll ich einfach brav... Bro, okay, also ich weiß ja nicht, ne? Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel für mich, so... Ich hatte auch Lust barfuß. Ich musste auf meinen eigenen Boden schauen, ob da Kakerlaken sind. Also ich bin echt nicht so ein Fan davon. Okay. Soll ich nochmal versuchen rauszugehen? Es ist ganz schön dunkel. Ich weiß nicht, wo die Alte hin ist. Vielleicht sucht sie schon ihr nächstes Opfer. Ich habe das Gefühl, die Alte spielt mit mir. Okay, let's go. Oh. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt, Leute. Endlich kommen wir raus. Ey, let's go. Ich bekomme voll die Achievements hier. Achso, ich bin gerade beim Nachbarn eingebrochen. Okay. Jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Als sie mir bei Steam versucht haben zu erklären, was es hier geht. In letzter Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen. Okay, warte mal. Ich glaube, das ist einer dieser Spiele, wo man eh nicht rennen muss, oder? Nur schwache Jumpscares, wie der letzte Jumpscare, wo ich mich null erschreckt habe. Ihr wisst, was ich meine, oder? Oh mein Gott. Oh. So was muss es geben, weil der Kühlschrank automatisch aufgeht. Die Spiel ist seiner Zeit voraus. Ich denke an Essen und der geht automatisch auf. Okay, du kannst da wieder zugehen. Das Essen sieht ekelhaft aus. Okay. Ventilatoren? Achso, ich dachte, das sind zwei. Oh, ich höre jemanden atmen. Okay. Oh. Oh mein Gott. Ich verstehe auch nicht, wieso ich Tag für Tag spiele ich irgendwie die craziesten Horrorspiele hier die ganze Zeit. So, gibt's nicht mal so ein Horrorspiel, was so mittel ist? Der Kühlschrank, achso. Ich habe es ja geklingelt. Wenn wir höfliche Menschen sind, machen wir einfach auf, oder? Also ich challenge mich hier selbst mit dem größten Stuff, wirklich. So, anstatt einfach mal meine Zeit zu genießen, mache ich sowas. Ah, let's go. Okay. Oh mein! Vor allem, ich wusste, dass da jemand ist, ne? Ich wusste es ja auch, ne? Ich meine, es war eindeutig. Okay. Oh mein Gott, hängt da jetzt jemand wirklich? Oh mein Gott, das ist keine Kleidung dieses Mal. Oh, warte, wir haben Schlüssel bekommen, ne? Let's go! High five, Kühlschrank. Perfekt. Oh mein Gott. Okay, let's go. Endlich Freiheit. Endlich haben wir das Spiel durchgespielt. Ich weiß nicht, wieso. Alles erinnert mich hier an der Kirche gerade. So dieses Holz und so. Okay. Wieso ist dieser... Das macht keinen Sinn. Ach so, warte mal. Ich habe die Tür jetzt... ich sehe dich. Let's go! Oh mein Gott. Was ist das für ein Bild? Sieht aus wie ein Opa. So 1850 oder so. Okay. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, wieso tue ich das? Und wieso habe ich dieses... Oh mein Gott. Auch immer dieses, ich muss alle Spiele durchspielen. Kann ich sie einfach 10 Minuten spielen und dann beenden? Oh, yo. Oh, yo. Ich weiß nicht, wieso. Ich will irgendwie Tyrone eingeben. Ich habe aber keinen Code. Taryn? Ein Michael? Michael? Ich meine, es gibt einige Namen mit 5 Buchstaben. Okay, wir müssen nicht glauben, nach Sachen schauen. Hä? Das wäre so still. Ihr wisst, was das heißt, wenn es so still wird, ne? Ja. Okay, anziehen. Ich mache einfach, ist mir egal. Ich bin eiskalt. Ich bin eiskalt, wenn es um Horrorspiele geht. Ich gehe einfach da lang wie ein Badass. Ich muss meinen Mut beweisen. Ich meine, schließlich bin ich jetzt 28. Ich muss langsam irgendwie klarkommen mit dem Scheiß. Richtig, Leute? Obwohl ich weiß... Warte mal, das ist mein Zimmer. Nee. Bro, was ist das für Geräusche? Seht ihr, das passiert, wenn du dir eine zu billige Wohnung holst. Die machen derzeit Geräusche, diese netten Nachbarn. Okay. In letzter Zeit sind Dinge... Warte mal, ach so. Von da komme ich, aber... Von wo soll ich einen Code bekommen, Digga? Vielleicht hier? Oh mein Gott. Ah, was ist mit dem Eimer? Wieso steht da ein Eimer mitten im Flur? Soll ich hier irgendwie einen Code bekommen? Oder Zigaretten, Kaffee? Oh, ich weiß nicht, ey. Es ist halt einfach... Ich meine... Hallo, geh doch auf. Es geht nicht mehr auf. Geht doch. Blöder Eimer. Kann ich hier einen Code finden, bitte? Irgendwo? Oh mein Gott. Wieso tue ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Okay. Kann ich bitte einfach nur einen Namen finden? Einen 5-stelligen Namen. Mehr will ich gar nicht. Oh. Gott, jeder Scheiß auf mir hat Angst. Ich meine nicht Angst. Oh, oh. Oh. Der... E, ach so, hinter den Bildern, oder was? Okay, das zweite ist E, das kann ich mir noch merken. Ich sehe dich. Ich sehe dich. D, das zweite ist D, ne? Ah. D, E, E, A. Klingt wie Danny oder so. Okay, warte mal. E, E, A, ne? Oder? Warte, das letzte... Oh, ich bin nicht verwirrt, Digga. Okay, also das vorletzte ist A, das zweite ist E. E, A. E, A. Okay. Es reicht eigentlich, wenn wir 4 haben, oder? Ah. Issa. 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 Es. Essa. Etza. Etza. Etzai. 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 Decay. Was bedeutet auf Deutsch sowas wie halt einfach, dass es schlecht wird, okay? Okay, es wird schlecht. Das bedeutet das. Es muss Decay sein. Okay. Decay. Richtig? Also wir haben E. C, A, J, war das J? Und jetzt? Hat es funktioniert? Verflucht, jetzt bin ich verwirrt. War das Y oder war das J? Ah, Y, ne? Let's go! Ich drehe mich nicht um. Okay. Nice, nice. Nice, nice, nice. Das benutze ich mal, das habe ich benutzt, um aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich kenne den Gegenstand. Oh, Kühlschrank. Du hast dich gerade bewiesen als toller Kühlschrank. Warte mal, aber oh, meine Arme juckt, ey. Das ist halt echt nicht so geil, wenn mein Arm juckt, ne? Okay, ich gehe mal davon aus, es ist schon wieder so still, ey. Was passiert, wenn ich eigentlich die ganze Zeit auf den Boden schaue? So, die ganze Zeit auf dem Boden, die ganze Zeit. Ich meine, was wollen die tun? Okay. Sorry, Spiel. Ich hinterfrage dich gar nicht. Also, Horrorspiele und... Oh mein Gott, ich will gar nicht weitergehen gerade. Okay. Oh, dieses Bild, ne? Ich komme darauf nicht klar, Digga. Ich weiß halt auch nicht wirklich... Ah, die Brechzange vielleicht hierfür? Nee, wozu brauche ich die... Ah! Vielleicht um diese kleine Box zu öffnen. Könnt ihr euch an die erinnern? Ah!
Ah, das, ja, genau, das habe ich im Gefängnis auch gemacht. Ja, ja, doch, ich erinnere mich. Let's go, ich erinnere mich. Gefällt mir. Oh mein Gott. Okay. Progression. So will ich das sehen. Im Namen der Gaming. Der Gaming-Könige. Wir lieben es, wenn wir in Horrorspielen weiterkommen. Das bedeutet nämlich, wir haben es fast geschafft. Richtig, Leute? Richtig. Okay, ganz ehrlich, solange ich die Oma nicht nochmal sehen muss, alles gut. Was ist eigentlich mit diesem Graffiti los? Ich habe Graffiti nie wirklich verstanden. So, manche sehen schon gut aus, aber wenn du deine Kunst beweisen... Ah, oh, nee. Ich bin... Okay, das war's. Das war's. Schritte. Schritte, okay. Ich sehe dich. Okay. Warte mal kurz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schon wieder so ein Elektroraum. Wie viel haben die denn davon? Ich schätze mal einige. Ich glaube, es ist diese Oma, die irgendwie mit allen rumspielt. Außer mit mir. Mit mir will sie nicht. Ich will sie töten. Oder nee, andersrum. Alle anderen will sie töten. Mit mir will sie rumspielen und mich dann töten. Okay, da ist jemand. Hä? Muss rennen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, ich bin aber gerannt gerade. Bro, wieso ist das Spiel so realistisch? Das. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. So. Oh mein Gott. Okay. Es ist da, um dich zu challengen. Vergiss das nicht. Wir wollen, dass Menschen wachsen. Okay, was jetzt passiert genau? Okay, das erste Mal, dass wir gerannt sind. Dieses Rennen war crazy. Ich kann auch nicht... Es gibt keinen Ausweg. Okay, das ist eine Lüge. Code 5913. Oh! Was steht da jetzt genau? 5913? Okay. Oh! Also wenn ich normalerweise mit 80 sterben sollte, wird das jetzt mit 65 passieren, nachdem das passiert ist. Okay. Was ist hier los? Ich wache... Oh! Frieden! Let's go! Oh mein Gott! 5913. Wieso geht's hoch und runter? Ich meine, ich bin nicht lebensmüde, ich nehme lieber hoch. Jetzt bin ich auf der Straße und muss noch den Weg aus der Stadt finden. Warte mal kurz. Ich will ganz kurz... Ich glaube, ich will mir das aber aufschreiben. Irgendwo. Weil ich glaube, das könnte irgendwie wichtig sein. 5913. Okay. Nur zur Sicherheit. Es ist eine Zahl. Man kann es jetzt leicht merken. So, 5913. 5 ist eine coole Zahl. 9 ist eine hässliche Zahl. 1 ist eine coole Zahl. 3 ist eine hässliche Zahl. Deswegen kann man sich das so gut merken. Ah, sag mir nicht, ich muss nach unten gehen, um meinen Schlüssel zu finden. Wahrscheinlich wird das aber der Fall sein. Alter, mein Herz... Ich weiß nicht, Leute, also... Mein Herz kann ja vieles ab, ne? Aber halt jetzt auch nicht so viel, bin ich ganz ehrlich. Telefon klingelt aber. Ich sprinte zum Telefon. Wo ist meine Lampe eigentlich hin? Oh. Und hier ist der Ausweg. Ja los, gib den Code ein. Aber wir müssen was finden, um die Ketten durchstellen zu können. Und das bedeutet, da ist etwas, habe aber nichts das Geld dafür. Oh, aber mit dem, okay. Mit dem kannst du bestimmt keine Ketten durchtrennen, oder? Ich weiß nicht, was du dir vorstellst und da... Ah, let's go. Geld? Bisschen Kleingeld, bisschen Kleingeld. Wieso kann ich überall lang gehen in dem Spiel? Okay, ich schätze mal... Finde Kleingeld. Okay, ich gehe jetzt mal die Treppen hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen dann noch nach da unten gehen. Aber ich weiß es nicht genau. Okay, ich sprinte hoch. Halt, mein Motto in Horrorspielen ist ja immer, geh einfach. Sobald man einmal stehen bleibt, hast du zu viel Schiss, um weiterzumachen. Bro, dieser Kamera-Shake-Effekt, ne, der macht es halt noch realistischer, Alter. Also, ich habe echt Respekt vor VR. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist... Kein Benzin mehr und der Auslasserhebel ist kaputt.
Ich sehe dich. Also brauchen wir einen Hebel und Benzin. Ich sehe dich. Wo finde ich Hebelkraft und Benzin? Ich weiß wo, ich weiß wo. Ich gehe mal davon aus, es wird... Ja, ich weiß wo. Könnt ihr euch noch an die Treppen erinnern, die wir am Anfang gesehen haben? Ja? Ja? Wer klopft da? Hä? Wer klopft da? Okay, hier ist nichts, ne? Nee, okay. Ich kann nicht mehr. Ich habe heute auch echt nicht so lange geschlafen, ey. Wegen dem Horrorspiel von gestern schon. Und jetzt mache ich sowas hier gerade. Okay, ich weiß aber, wo es sein wird. Es ist eindeutig, oder? Ja. Diese Lampe ist auch die... Mit der kann man doch echt alles sehen, ne? Respektiere ich, weil dazu ist eine Lampe ja da, dass man alles sehen kann. Aber in dem Moment will ich das hier gar nicht sehen, was hier passiert, okay? Ich zeige dir etwas. Schaue unter den Felsen bei der Schaukel. Unter dem Felsen bei der Schaukel. Ich habe nicht einmal eine... Weißt du, wann das letzte Mal war, dass ich eine Schaukel gesehen habe, Digga? Tatsächlich war das sogar vorgestern oder so, glaube ich. Aber im Spiel war das... Ah! Okay. Da ist ein Felsen. Haha, jetzt bin ich in den roten Kühlschrank. Roter Kühlschrank, Digga? Bist du dämlich? Oh, haben wir nicht eine... Ne, die Blechzange haben wir nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie schnell Blechzangen kaputt gehen. Meine ging aber... Okay, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht mal, ob ich eine Blechzange jemals in der Hand gehalten habe. Ich bin nur realistisch, Leute. Roter Kühlschrank. Zum einen, rote Kühlschränke sind gruselig. Da ist hundertprozentig Menschenfleisch drin, ne? Und... Keine Ahnung, was macht ein Kühlschrank hier? Okay, warte mal. Dieser andere Kühlschrank, den wir nicht schon mal... Ne, da war's. Entweder ich bilde mir Sachen ein, oder ich habe irgendwas gesehen. Irgendwas. Oder ich bilde mir halt wirklich... Hallo? Ich glaube, da hängt wieder jemand. Ich werde jetzt keinen Witz bringen mit, der hängt ab oder so, weil... Das ist aber nicht witzig. Okay, wo... Ah! Let's go! Let's go! Oh. Oh. Heben Sie das rosa Teak? Teak? Im Garten gesehen. Tuch! Hey, ich hab deine... Es ist ein bisschen so wie diese Arztschrift. Wenn die irgendwas unterschreiben, dann weißt du, du kannst es nicht lesen. Und ich glaube, das ist du. Müssen sie sehen, was sich dahinter... Ja, ja, warte, ich hab das gesehen. Ja, ja. Ich hab das gesehen, Digga. Ich hab das gesehen, das Tuch. Da wollte ich eigentlich einen Kommentar zu machen. Dachte mir, ist eher, das Tuch hat es nicht verdient. Aber hätte ich so ein Tuch gesehen, hätte ich sofort aufgehoben. Okay, mach einfach. Ich will sehen, was ich dahinter... Ah! Okay, ich brauche immer noch ein paar Cent und Benzin. Okay, warte mal. Oh mein Gott. Okay. Was steht da? Mein Heiligtum ist wunderschön. Oh, nicht wahr. Ich habe mich hier versteckt. Vor allem dem Horror, der mir allmählich widerfuhr. In meiner Familie und im ganzen... dem ganzen Ort. Und es ist gut, dass ich mich... dass es keine lebende Seele mehr gibt in Maulun gibt. Okay, dafür kann ich nichts, weil ich das nicht lesen kann. Es ist wortwörtlich komisch geschrieben. Sie benötigen diesen Raum. Okay, ich bin ganz ehrlich. Anime-Fan. Hey, let's go. Ich sehe schon. Ein Mann der Kultur. Ich sehe dich, Bruder. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du weißt, was gut ist. Du weißt, was gut ist, Bruder. Gefällt mir. Okay, warte mal. Münze besorgen. Da ist eine Münze. Ah. Okay. Wir haben eine Münze gefunden. Hey. Das bringt Glück. Das bringt so viel Glück. Oh Gott. Okay, wir wissen... Ja? Hä? Ach so, nee, das war der... Ich weiß, wo wir lang müssen. Ich glaube, es war das hier? Ich bin halt einfach nicht so wirklich sicher. Okay. Oh, lass mich raten, sie... Also, wenn sie nochmal auf mich zusprintet, dann habe ich... Sie ist weg. Hm. Okay, ich höre ihr atmen. Hey, wenn es dich gestört hat, was ich an den Füßen gerochen habe, hör zu, ich musste es tun. Es war... Ich konnte einfach nicht anders, okay? Okay. Geh hier lang. Hä? Komme ich nicht von hier? Ich bin nicht verwirrt.
Das neue Ort. Ah, hör, das ist neu. Oh mein Gott. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich verstehe nicht, wieso ich einen Horror-Kanal aufgemacht habe. Wer dachte, das wäre eine gute Idee? Sie wollen uns aus unseren Vierteln vertreiben. Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Also ich weiß, es ist lange Zeit her, dass ich ein Buch gelesen habe. Und hier ist ein Kanister Benzin. Ist es wirklich? Aber hey, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch kein Buch gesehen, wo jemand das Wort verrecken benutzt hat. Ich denke einfach nicht, dass jemand das benutzt, das Wort. Außer wir... Okay, zum einen... Ja... Nee, Digga. Also... Ich meine, das respektiere ich. Warte. Wo ist der Hund eigentlich? Kann der mir nicht helfen? Oder war nur Illusion? Hör auf, Leute. Ich bin hier in einer schwierigen Situation, okay? Nicht du. Tut so, als wäre ich hier ein Problem, in der problematischen Situation. Okay. Ich gehe jetzt zurück und werde... Warte, Schalter, Benzin. Easy. Okay. Wo ist das? Wer macht denn die ganzen Geräusche, Digga? Okay. Die Tür ging auf. Ah! Ey, das ist die Gegend, die wir... Hey, gefällt mir, Bruder. Gefällt mir. Sehr gut, sehr gut. Okay. Wo war das jetzt nochmal genau mit diesem Räumchen? Das war hier in der Nähe. Ah, Fahrstuhl. Let's go. Okay, okay. Vielleicht sollten wir nicht zu früh feiern. Aber wir haben... Wo packe ich das Benzin rein? Ich verstehe dieses Ding nicht. Okay. Ich habe jetzt nicht mal gesehen, was passiert ist. Hä? Ah! Endlich! Also, ich weiß nicht mal, was passiert. Ich habe mich einfach nur erschreckt, aber das war Audio. Audio erschrecken. Also nicht wie so. Ich kann nicht mal mehr reden, Digga. Ich finde die Vokabel nicht mehr. Dieses Spiel hat mich verlernt zu lesen und zu sprechen. Ey, das sieht gemütlich aus. Hier würde ich auch schlafen, jetzt ohne Scheiß. Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht nicht der größte Luxus, aber. Zigaretten, okay. Also ich würde hier schlafen, wenn ich so Psychopath wäre. Somit. Also ihr wisst ja alle, dass nur Psychopathen hören klassische Musik. Also kannst du mir erzählen, dass du normal bist und klassische Musik hörst? Hey! Let's go! Kann ich hier rein? Also gibt es eigentlich gar nicht, oder? Also macht einfach keinen Sinn. Okay. Dann würde ich sagen... Perfekt. Ist der Fahrstuhl so lang oder ist das die Weitsicht? Okay. Ich bin ja gar kein Fan von Fahrstühlen. Aber manchmal helfen sie dann doch. Wenn du so im 20. Stock wohnst oder so. Wenn ich mich richtig erinnere, war das hier lang. Und da war dann so ein Ding. Und da konnten wir dann die Schere benutzen. Okay, cool. Die Musik wird ein bisschen crazy gerade. Hey! Doki Boki! Doki Boki, Doki Boki. Okay. Hör auf mich abzulenken, Doggy. Ich will hier gerne raus. Ich lebe gerne, Doggy. Ich hätte ihn mitnehmen sollen, Digga. Oh, haben wir ihn da gelassen? Okay, das ist die Wahrheit über die Stadt. Warte mal. Oh mein Gott, Digga, das ist der Eingang, wo wir reingegangen sind. Könnt ihr euch noch erinnern? Aber das ist die Wirklichkeit. Okay, was sehr wohl betet. Lieber Gott, gib mir Hosen. Ey, ohne Scheiß. Es klingt zwar witzig, aber es gibt wirklich Leute, die haben keine Hosen. Ich weiß. Okay, es tut mir leid, aber... Was betet der jetzt genau? Okay, ich fühle mich schlecht, okay? Ihm geht's also. Ich fühle mich halt schlecht, wenn ich ihn jetzt schlecht mache. Yo, Digga, hör auf damit. Das habe ich nicht verstanden, wie so Psychopathen das immer tun, Digga. So, ich meine, die arme Wand. Und das arme Graffiti. So, Hat denn der noch eine Leber? Die Leber ist doch dort, oder? Hey! Oh mein Gott! Ey, das ist nämlich von Outlast. Das habe ich schon durch, okay?
Oh. Okay. Er betet zu den Pflanzen. Ich hab Kopf. Hä? Okay. Digga. Ich weiß gar nicht, wieso ich das witzig finde. Es sollte gruselig sein. Aber ich finde es also irgendwie witzig. Ich finde es einfach dämlich. Oh. Let's go. Haben wir es geschafft? Ey, was für eine geile Karre, Digga. Nee. Sag mir nicht, ich hab's geschafft. Niemals komme ich hier lebendig raus, oder? Wo ist die Oma hin? Hä? Ach so, das... Oh mein Gott. Hä, aber wieso haben wir da vorher was anderes gesehen? Oh, das war's noch nicht, glaube ich. Okay, ich glaube, in den Nachrichten labern die gerade über diese Stadt. Kowloon. In der letzten Zeit hat die Polizei viele Berichte von Menschen erhalten, die in Kowloon waren. Sie sagen, sie hätten eine Stadt gesehen, die es gar nicht gibt. Die vor 5 Jahren abgerissene Kowloon World City war eine der schlimmsten Städte Chinas. Kurz vor dem Abriss war es zu einem Anstieg der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikten gekommen. Viele glauben, dass die Regierung bereit war, für die Zerstörung von Kowloon schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Oh! Ausgabe. Hä? Geht's noch weiter oder bin ich denn fertig? Oh mein Gott. Fortsetzung? Wie Fortsetzung? Wieso? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe auch Fortsetzung. Achso, nee. Okay, jetzt bin ich verwirrt, Leute. Ich glaube, ist das jetzt genau wie dasselbe davor? Ja, ist dasselbe, oder? Ich hatte mir nur interessiert, ob es weitergeht oder nicht, weil da scheint Fortsetzung. Ja, okay, also anscheinend ist es wieder dasselbe. Oh nee, also muss ich mir den Jumpscare wieder antun, Digga? Boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Bitte, ich beende mein Horrorspiel und dann drücke ich irgendeinen Knopf, wodurch es nie enden wird. Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass mich das die ganze Zeit weiterverfolgen wird. Halt. Also wir waren einmal dort und jetzt sind wir verflucht irgendwie. Wir werden das nie wieder vergessen oder es wird uns irgendwie immer verfolgen und jetzt leben wir halt in einer neuen Gegend, aber die auch irgendwie crazy aussieht. Ich meine, der Boden. Ich meine, wir haben keine Kakerlaken. Ich meine, ist das gut? Okay. Okay. Alles gut. Okay, das war's für Welcome to Kowloon. Also ich muss sagen, es war einer dieser Horrorspiele, wo du halt nicht um dein Leben rennen musst. Das dachte ich nämlich, als da stand Sprinten. Sondern es ist einer dieser Horrorspiele, wo es sind eher so psychische Horrorspiele, die mit dir so ein bisschen spielen. Und ich fand eine Sache sehr gut. Zum einen die Grafik war unnormal crazy. Der Hund hat auf jeden Fall 3 Punkte extra gegeben, die Stühle. Aber es waren nicht so unnötige Jumpscares, okay? Es hat sich nicht so angefühlt, dass wären es unnötige. Jeder Jumpscare ist unnötig, ich weiß. Aber diese Jumpscares haben sich so ein bisschen angefühlt, als hätten die einen Zweck gehabt. Als wären sie irgendwie zu einem guten Zeitpunkt gewesen. Weil ich finde, ein gutes Horrorspiel gibt dir die Jumpscares dort, wo du es am wenigsten erwartest. Und nicht gleich am Anfang. Ein gutes Horrorspiel baut erstmal die Spannung auf. Und dann gibt es dir den Jumpscare, wenn du es am wenigsten erwartest und dann boom, fällst vom Stuhl. So wie ich immer, okay? Also ja, in dem Fall hat es wirklich einen guten Job gemacht. Es war ein gutes Horrorspiel einfach. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, es war ein gutes, gutes Horrorspiel. Das Geld war es wert. Das Video war es wert. Nur meine Lebenszeit, nicht wirklich. Aber das ist ein anderes Thema. Also lasst nach oben da, abonnieren kostenlos und kommentiert für den Algorithmus. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!